So, nach einer stressigen Fluchtaktion und Besuch beim Uhrturm, wir haben das letzte Bauteil und nächstes Ziel, ab in den Keller. Klingt leichter als es ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir in den Keller kommen. Ich glaube, wir müssen hier rein, durch das Büro durch, Raum der Wache. Dann haben wir da nochmal einen Save Point und da geht's runter zum Keller. Also, sollte alles gut gehen. Keine Ahnung, wo Mr. X ist. Wie viel Munition haben wir? 24 Schuss. Wahrscheinlich steht jetzt wieder alles in der Gegend rum. Ich hoffe, da ist jetzt niemand mehr. Ja, irgendwer lebt da noch. Oh, ich würde so gerne springen und laufen, ausweichen. Irgendwas in der Richtung. Ja, eh. Leckt's mich doch. Das ist doch fucking Joke, oder? So. Die haben wir nämlich alle schon mal gekillt. Jeden Einzelnen. Jeden verdammten Einzelnen. Wer schon wieder diesen Tyrant-Scheißer. So, benutzen. 41. Kapitel 41. No, ich könnte kotzen. Vor allem, wir haben auch kein Heilmittel mehr. Klar, ich höre ihn ja schon wieder da draußen rumlaufen. Oh ja, ein Heilmittel haben wir noch. Und das war's dann. Ende Gelände. So, wir haben gespeichert. Ich weiß nicht, warum die alle noch leben. Wir haben uns doch schon mal um die gekümmert. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich lebt jetzt auch wieder da der ganze Keller. Und 10 Millionen Hunde sind hinter uns her und so. So, rechts. Ja, wir werden es gleich herausfinden. Da haben wir eigentlich alles, bis auf eine Blendgranate, die, ja, blendende Stimmung verbreitet, aber wir lassen sie einfach dort, wo sie ist. Nope. Einmal aus. Wie ich mich einfach sogar in der Tiefparkgarage verirre, die eigentlich jetzt nicht sonderlich kompliziert ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, da rein. Da war nichts zum Speichern. Aber wir haben das letzte Bauteil. Bleib liegen, junger Mann. So. So, stehen die jetzt noch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe es wirklich. Aber ich wette mit euch, die stehen alle auf. Irgendwas passiert, weil wir müssen dann da den Schalter umlegen. Wie sieht's denn aus? Schlecht. Egal, wir holen uns mal die Schlüsselkarte. Was soll schon passieren, ne? Gut, benutzen. Okay. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Perfekt. Fast. Ja, so viel zum Thema, die Rätsel sind schwierig. Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ach, was du nicht sagst. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören, aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Ah ja, was du nicht sagst. Die ultimative Biowaffe, von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert. Die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Mhm. Juhu, Heilmittel. So, gib uns die Karte, junger Mann. Ist das? Oh. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella.
Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Ey. Puh, jo. Transkribiertes Interview haben wir jetzt gerade gehört. Okay, wir können uns eh nicht. So, jetzt können wir schließen. Garagenschlüsselkarte. Ich will einfach nur mehr raus. Durch die Tiefgarage. Da, was sind die hier? Entkommen. Alter. Juhu. Touchdown. So, keine Ahnung, was wir da alles an Loot jetzt vergessen haben. Ich will einfach nur mehr raus. Mhm. So viel dazu. Oh ja. In your face. Wird aber auch Zeit. Aber ich befürchte fast, es reicht nicht aus. Und ich habe endlich mal eine Blendgranate sinnvoll einsetzen können. Langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ja, bitte auch noch ein drittes und viertes Mal. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Mhm, das habe ich auch schon bemerkt. Komm, lass uns gehen. Ich habe die Karte. Schätze, du hast die Karte? Ja. Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Könnt ihr bitte woanders plaudern? Wirklich? Weg da. Wenn ich's gehört hab. Alter. Erst nichts wie raus. Ja. Gute Idee. Raus, 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 raus. So, Karte. Wo ist die Karte? Da ist die Karte. Benutzen. Schwupps. Werfen Sie 37,99 € ein. Der steht unter Garantie. Garantie gleich wieder auf. Können wir uns bitte... Ich kann mich nicht ducken. Grünkraut. Ich war noch nie so ein Fan von Grünzeug wie in diesem Spiel. Bisschen langsamer können wir nicht gehen. 24 Schuss, ja, nice. Restaurant, ich hab Hunger. Ganz Shop. Waren das die nötigen Infos? Können wir leider nicht, ganz nein. Shop vorbeischauen? Ha? Ben hat nichts bekommen. Wäre richtig nice. Nun, wonach genau suchst du denn? Erste Hilfe? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Eigentlich versuche ich gerade selbst zu überleben. Ist das das Loch, das direkt in die... Oh. Ich mag da nicht rein. Ich mag da rein. Ganz Shop. Die Tür geht nicht auf. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Oh. Eder, ich mag dich immer mehr. Umbrella. So, ich gebe dir Rückendeckung. Mach. Mach mal einfach auf. Heiß. Das wäre Chaos. Ganz, ganz, ganz. So. Sind wir da? Langer Lauf. Oh, das ist sicher wieder für die Mathilda, oder? Nee, das ist für die Pumpgun. Für die 800 W auf 8 erhöht, höhere Mündungsgeschwindigkeit, weniger Streuung, sorgt für extra Kraft. Und wahrscheinlich zwei Plätze. Oh. Nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ja, zwei Plätze. 8 Schuss, 7 in Reserve, 11 in der Samurai Edge. 7 in der Magnum. So, wir werden das mal da runter moven.
Unser Waffenarsenal. Eigentlich, naja, fast Waffenarsenal. Schön, dass wir das Holzbrett mit haben. Grüngrad, wir sind gesund. Oh. Drei Stück Granaten. Bloß jetzt nicht werfen. In meinem Glück jage ich uns alle selber in die Luft. So. Schön, schön, schön. Naja, nicht schön. Das ist alles. Fünf Schuss Munition. Bisschen mehr wäre schon cool gewesen, ne? Dreh doch mal dein Licht an. Nicht bewegen. Wow. Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Oh. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. No, ich finde das schier. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Und hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. No. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Puh. Das war aber nur ein Schuss. Ich meine, ja, mir hat sie... Ich meine, klar, das Beste für die Kleine war, sie zu erlösen, aber die Szene war jetzt trotzdem schier. Fand ich nicht cool. Mami schläft schon. Egal, wir sind hier, um die Menschheit zu retten. Wir sollten... Ich weiß nicht. Sollen wir da reingehen? Wir können nicht reingehen. Irgendwie bin ich froh. Ada, lass uns du weitermachen. Kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Ich mag da nicht runtergehen. Ja und? Mehr Infos, Ada. Und deshalb suche ich nach Annette. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Wie sie einfach auf meine Aufforderung reagiert hat. Und, noch mehr Infos? Tut sie nicht. Ja, schade.
Oh, wir wissen alle, wenn man irgendwo runterspringt, kommt man nie wieder zurück. Naja, gut. Erhalten. Ja, tue ich doch. So, Lage checken. 360 Grad. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Ja. Nach dir. Oh, danke. Dankeschön. Richtig Bock drauf, ne? Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Hey. Können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Ich höre doch da noch irgendwelche Zombies rumgurgeln. Kommst du? Ada, nicht so langsam. Ich möchte raus aus diesem Ratenloch. Okay, safe. Scheiße! Ja. War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Nein, das war sicher kein Erdbeben. Das war der... Oh. Wow! Was zum Teufel? Alligator. Das war ein Riesenalligator. Ein richtig, richtig großer. Und jetzt, wie geht's weiter? Ada? Wir brauchen einen Plan. Ah, da. Und einen Save Point. Na gut, Leute. Wir saven mal. Ich würde sagen, war eine kurze Folge. Die letzte Folge war eine lange Folge. Danke fürs Zusehen. Wir erkunden, ja, in der nächsten Folge die Kanalisation. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.